meine Lieben, zu einem weiteren Part Guild Wars 2. Ja, im letzten Part haben wir hier schon ein bisschen Story gemacht, sind schon sehr gut vorangekommen und wir haben, wie ihr sehen könnt, eine erste Bubble von einem Naturgeist bekommen. 3 Stück fehlen noch und der letzte hat den anderen Bescheid gegeben, dass wir auf dem Weg sind und auch wissen, dass wir sie befreien. Und ja, wir sind jetzt schon hier zur Wegmarke Heidenhalt gegangen und haben jetzt hier den nächsten Punkt, als auch hier hinten. Und ich würde sagen, wir machen uns direkt auf den Weg. Herzchen lassen wir erstmal beiseite. Das machen wir dann mit der Kartenerkundung. Heute geht es erstmal nur Geschichte. Wie im letzten Part, da haben wir zwar ein bisschen das Herzchen machen müssen, um einen Schlüssel zu bekommen für den... Moment, wie hieß er? Maxo? Mox, genau. Mox hieß er, genau. Der Golem. Den nehmen wir wieder mit zurück. Ich glaube, der kommt zu Tiny. Da ist ein Huhn, sehe ich gerade, aber das hat einen roten Balken sogar. So, einer dieser Waldgeister, oben, okay. Wieder nach oben. Wir haben auf jeden Fall den Schlüssel, um in Zins Kammern zu kommen. Der hat die nämlich da eingesperrt und, ja, leider als Laborratten, sage ich jetzt mal, gehalten. So, das dürfen wir auch mal. In der letzten Höhle waren komische Pilze und Spinnis. Hier sind lauter Tiger. Ey, lasst mich in Ruhe. Ich will nicht unbedingt gegen euch kämpfen. Das hat geklappt, sehr gut. Oh, okay. Müssen wir kurz warten, bis ich Ausdauer habe. Müssen wir den Tigerlein doch leider ein bisschen kurz kaputti machen und dich auch. Nee, hier geht's auch nicht lang. Wie komme ich denn hierher? Aufgeladen. Ey. Was soll denn das jetzt? Ah, okay. Okay, ich hätte einfach weiterlaufen müssen. Okay. Hello, Geist. Ich bin da. Es hat gebraucht, aber ich bin jetzt da. Der Wind hat von euch berichtet. Ja. Ich komme im Frieden, versprochen. Den Leib Tyrias zu betreten. Für eure Hilfe gewähre ich euch einen Teil des Schutzes für den Vulkanschlund. Ich weiß das sehr zu schätzen. Okay. Unsere Aura pulsiert leicht göldlich. Unsere Bubble. Okay, das haben wir geschafft. Lasst uns mal kurz auf kommt, die... Kommandeur. Was, was? Hey, nicht anfassen! Was? Fahrt fort, Heimi. Flant und seine neugierigen kleinen Marionetten nehmen hier alles auseinander. Na gut, weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also, wie wir entdeckt haben, ist das Ausschalten von Drachen nicht so gut für die Umwelt. Ja. Aber was sollen wir sonst machen? Sie am Leben lassen und einfach zusehen, wie sie uns fressen? Also vernichten wir sie und kümmern uns um die Konsequenzen, aber was ist, wenn wir das nicht mehr schaffen? Was kann schon schlimmer sein, als von einem Drachen gefressen zu werden? Naja, als Balthasar die Maschine stahl, kam ich ins Grübeln. Also habe ich im Simulationsraum ein Szenario laufen lassen. Ja. Und das hätte ich mal eher tun sollen. Das ist alles meine Schuld. Ich war so fertig. Ich musste das Labor geheim halten, zu jeder Tages- und Nachtzeit arbeiten. Da habe ich gar nicht so viele Leben. Was? Ich habe alle ans Messer geliefert, denke ich. Keine Ahnung. Worauf wollt ihr hinaus? Was ist los? Seid... Timey? Ich bin hier. Da ist eine Kommunikator-Andockstelle in der Nähe des U-Boots, mit dem ihr gekommen seid. Stöpselt euch dort ein und ihr werdet sehen. Oh, okay. Okay. Das machen wir dann aber, wenn wir jetzt die anderen Geister gefunden haben. Ich muss jetzt mal ganz kurz schauen, wo der Punkt war. Und ganz oben. Dann gehen wir hier hin und fliegen einmal nach Westen durch. In welche Richtung geht diese Leylinie? Ha! Ach, das war's schon. Schade. Ich dachte schon, wir könnten jetzt hier seelenruhiger... Aber hier war doch ein Thermor.
Da. In welche Richtung katapultiert uns das? Aufgeladen. Ja, wir gehen in die richtige Richtung. Das ist ja mega. Stopp. Oh mein Gott. Legende. Noch ein Land, okay. So war jetzt ein bisschen Größenwahnsinn. Wahnsinn. Hier haben wir unser Sternchen und unser letztes Panorämchen. Okay, wir müssen, ich glaube, in die Richtung. Und ich glaube, das ist erst das Lager, was sie sagten, dass das von der Inquestur übernommen wurde. Genau, das dürfte das sein. Los. Wo ist unser Stern? Jetzt können wir schlussfolgern, wozu es diente. Ah, genau, da ist die Konsole. Okay. Okay, es ist offen. Schnell rein, dann können wir drinnen noch kämpfen. Da ist der Geist. Schnell! Ich hörte, dass ihr kommen würdet. Ich ja. Hatte dennoch nicht damit gerechnet. Schnell! Ihr habt euer Wort gehalten. Ich biete euch meinen Schutz für eure Reise in den Schlund des Vulkans. Dankeschön. Okay, die dritte haben wir auch. Dann würde ich sagen, machen wir kurz einen schmerzlosen Prozess und wir porten uns zum Anfang wieder. Und genau hier haben wir die Holokammer-Dingsbums-Projektoren-Gedöns. Und wir müssen jetzt zum letzten Punkt. Dann haben wir das nämlich schon mal geschafft. Okay, hier kommen wir nicht runter. Aber ich glaube, wenn wir uns hier runterstürzen. Da ist nämlich irgendeine Sammlung, die man auch machen muss. Für. Da haben wir uns nämlich so tierisch drüber aufgeregt. Ich glaube, das war für. Ich glaube, das war fürs Amulett. Da mussten wir eine Rückensammlung machen. Und die war wirklich ätzend. Denn die hat 21 Tage gebraucht, weil man jeden Tag was machen musste. Okay, da hinten haben wir den Geist. Hallo, da bin ich. Ihr habt einen trügerischen Pfad beschritten. Das Schlimmste steht euch noch bevor. Na toll, das sind ja tolle Neuigkeiten. Ihr müsst euch jetzt in den Schlund des Vulkans begeben. Okay. Dort werdet ihr finden, wen ihr sucht. Den lange verschollenen Gott des Feuers. Mhm. Geht nun. Die Segen, die ihr empfangen habt, werden aufgehoben, wenn ihr eure Pflichten erledigt habt. Ihr dürft nicht scheitern. Auf zum Scheitelpunkt. Okay. Vielen Dank für dein Schutzschild. So, wir machen aber jetzt als allererstes Datei mir ihre Nachricht. Und dann gehen wir zu dem Tor da. Genau, da ist der Holoprojektor. Ich bin eingestöpselt. Zeigt es mir. Geht los. Oh, okay. Die Simulation beginnt. Okay. Das wären jetzt Primordus und Jormag, wenn sie kämpfen, wie sie sich gegenseitig zerstören lassen. Was wäre dann? Timmy. Ich weiß. Wir sitzen total tief in der Patsche. Seid ihr sicher, dass das stimmt? Dass er tatsächlich... Klar kann ich mich irren, aber ich glaube schon, dass es stimmt. Ach, ich weiß auch nicht. Ich bin so müde. Bitte seid mir nicht böse. Bin ich nicht. Nicht... Wir werden ihn einfach aufhalten. Es ist in Ordnung. Wir müssen es tun. Was das angeht, ich hatte nicht unbedingt vorgesehen, die Maschine mitten im Betrieb abzuschalten. Wenn er sie also anwirft, kann sie nur durch eine Überlastung ausgeschaltet werden. Das reißt sie in Stücke. Okay. Omads Maschine ist einzigartig. Nicht einmal ich weiß, wie sie funktioniert. Wenn sie zerstört wird, dann bekommen wir keine weitere Chance, uns Primordus oder Jormag vorzuknöpfen. Mhm. Hallo? Seid ihr da? Ich versuche gerade, es zu begreifen. Zwischen Hammer und Amboss, Zwischen Hammer und Amboss. Was schlagt ihr vor?
Gute Frage. Nächste Frage. Hoffen wir, dass ich ihn erreiche, ehe er das Ding einschalten kann. Wenn nicht, keine Ahnung. Dann entscheide ich mich. Viel Glück. Es tut mir leid. Okay. Scheint's. Wird da ein Ungleichgewicht dann entstehen? Wir stören das Gleichgewicht, scheint es, was die Drachen irgendwie miteinander verbindet. Und es wird dann irgendwie alles in sich zusammenbrechen. Spannend, spannend, spannend. Okay, aber wir haben jetzt die nächste Story-Instanz vor uns. Und zwar Herz des Vulkans. Ich brauche hier die nächste Ebene, bitte. Dankeschön. Oder brauche ich die ganz oberste Ebene? So. Okay, jetzt wird's spannend. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns jetzt erwartet. Was wir so erfahren. Haben wir da eigentlich eine Zeitbegrenzung? Nee, okay. Ich weiß halt auch nicht, jetzt nicht, wie das so ist, wenn man sagt, okay, man macht jetzt eine Pause, ob man die Bubblen dann immer noch hat. Es ist an sich kein Zeitstempel drum, also eigentlich. Sollte. Das weiter funktionieren. Das sieht ja heftig aus. Okay. Boah, das sieht ja cool aus. Ich habe den Schlund des Vulkans erreicht. Der Schutz der Droiden erfüllt immer noch seine Aufgabe. Zum Glück. Allerdings wird mir langsam warm. Mir war schon klar, dass ihr ins Schwitzen geraten würdet. Aber sagt lieber Bescheid, sobald euch ein feuriger Tod bevorsteht. Danke. Es gibt hier eine... Sieht aus wie eine Energiebarriere. Fällt euch etwas dazu ein? Wenn nötig, kann ich es näher beschreiben. Ich glaube, wir müssen es beschreiben. Wie wäre es, wenn ich es mir einmal persönlich anschauen würde? Ja, da ist irgendwas Schraddel. Wie kommt denn der hierher? Schraddel? Ist der tatsächlich wieder in Ordnung? Nicht ganz. Das ist meine Schuld. Ich hatte nicht vor, euch das alleine machen zu lassen. Das macht Balthasar, nicht ihr. Aber ich habe ihm die Waffe gegeben. Auf jeden Fall ist Schraddel mobil und gegen die Hitze geschützt. Allerdings besitzt er keine Bewaffnung. Dementsprechend werde ich keine große Hilfe sein. Es ist einfach nur großartig, dass ihr hier seid. Stellt euch gegen einen Gott des Krieges und all sowas. Wir stecken ziemlich tief drin, Kommandeur. Hier, nehmt diesen Scanner und wendet ihn auf die möglicherweise tödliche Energiebarriere an. Okay, also ich finde es cool, dass wir einer unserer Freunde dabei haben. Scanner nehmen. Ein tragbarer Scanner. Grenzenloser Intellekt mit unendlicher kognitiver Leistungsfähigkeit. Ach, guck mal, wir müssen hier... Bezeichnung Taimi, die Prachtvolle. Ja. Merkwürdig. Eure Bescheidenheit wurde gar nicht erwähnt. Hey, das ist nur ein Scanner. Für ihn besteht die Welt aus objektiven Daten. Warum sollte ich ihm widersprechen? Findet alle einzigartigen Objekte und Kreaturen in der Instanz Herz des Vulkans, die auf Taimi Scanner reagieren. Scannen wir jetzt einfach mal. Die Struktur der Energiebarriere ist hier fragil. Das haben wir gefunden. Okay, heißt, wir haben schon 2 von 9. Liegt hier irgendwie noch sowas Komisches rum? Unbeständiges. 3 von 9. Oh, okay. Bei dieser geografischen Lage kann es nicht natürlichen Ursprungs sein. Okay. Das bedeutet wahrscheinlich, dass Balthasar oder einer seiner Leute es installiert hat. Und das könnte bedeuten, dass es nicht perfekt ist. Ich kann den Scanner so einstellen, dass er selbst den feinsten Riss in der Panzerung findet. Dann machen wir. Einmal schauen. Scanner geben. Bitte schön. Mach mal. Wir haben schon 3 von 9. Das geht doch schon mal gut los. Also die Kugel auf jeden Fall. Irgendwas bei Taimi direkt. Und dann nochmal hier rechts auf jeden Fall scannen. Und jetzt dürfen wir was machen? Ich vermute mal, wir müssen das Ding nochmal scannen. Defekt festgestellt. Bitte okay. Zurücktreten. Okay. Hurra, ihr seid nicht tot. Wenn das mal kein wissenschaftlicher Fortschritt ist. Das Feld hat anscheinend versucht, seine Schwächen zu beseitigen. Ja. Sammelt diese Anomalien und setzt sie gegen das Feld ein. Auf diese Weise sollte es funktionieren. Ich würde selbst dorthin aufgleiten, aber ihr wisst ja, ich befinde mich hier in 2 Tonnen Stahl. Diese Bubble-Dinger da, diese Glitzerteile. Ah, guckt mal.
Okay. Wie gesagt, wenn wir die Geschichte damals gespielt haben, war ich eher der Nebenpart und habe nur zugeguckt. Okay, das haben wir wieder. Okay, den haben wir schon mal zerstört. So, da drauf. Okay, jetzt müssen wir wieder scannen. Okay, wo war der letzte? Da war der letzte. Okay. Okay, den haben wir. Ich werde euren Abstieg überwachen und über den Kommunikator mit euch in Verbindung bleiben. Okay. Ich wünsche euch einen guten Absturz. Dringt in den Vulkan vor. Also wir dürfen uns jetzt einfach hier runter bringen. Ratet doch einmal, was hier unten ist. Magma. Bitte sagt mir, dass es sich nicht um einen weiteren, noch zornigeren Gott des Krieges handelt. Nein, hier gibt es ein weiteres Energiefeld und ein paar Zerstörer, denen es nicht gefällt, dass ich in der Luft bin. Nun, die Standardtaktik des Vernichtens oder Ausweichens sollte bei den Zerstörern gut funktionieren. Und okay. Der Scanner müsste die Barriere eigentlich außer Gefecht setzen können. Untersucht die zweite Barriere, um eine Energieanomalie zu enthüllen. Okay, also wir müssen fünf herunter. Oder sind das immer die drei Teile, die wir dann freischalten? Zerstörer. Okay. Aus Magma und Felsgestein vom Altdrachen. Fünfmal, okay. Habt ihr auch an, ihr wisst schon, gedacht? Es gibt wirklich keine andere Möglichkeit, Primordus oder Jormag zu töten? Der eine ist die Schwäche des anderen. So ja. Wie die Schwäche Mordremos sein Geist war. Und ohne meine Maschine? Ich bezweifle, dass sie es physisch ausfechten werden. Das wäre wahrscheinlich sowieso eine einzige Katastrophe. Mhm. Ich kann nicht glauben, dass wir ernsthaft darüber nachdenken, sie zu retten. Ich weiß, aber die Magie ist komplett aus den Fugen geraten. Wenn nur noch ein weiterer verschwindet, könnte es gut sein, dass Kyria implodiert. Okay, also war es doch richtig gesehen. Falls wir dafür sorgen, dass sie am Leben bleiben, wie können wir sie dann davon abhalten, uns zu töten? Langsam! Ein Problem nach dem anderen. Zumindest wären wir am Leben, um es zu beheben. Die Timey. Da hat sie aber schon recht. Wir müssen uns erstmal um das eine kümmern und dann um das andere. Okay, also wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal weitere bekommen. Ich würde sagen, hier auf der Ebene ist irgendwo noch eins. Ob wir die anderen noch finden? Ich habe jetzt alle mehrmals gescannt, wie man gesehen hat. Aber... So. Okay, den haben wir auch. Das sieht nach einem Durchbruch aus. Ja. Nach unten. Okay, ab nach unten. Ich fall jetzt einfach mal. Laut meiner Sensoren nähert ihr euch dem Boden des Schlots. Ja. Aber ich vermute mal, da gibt es wieder eine Barriere. Yep. Genau das. Und was sonst? Zerstörer. Und zwar sehr viele davon. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Wir gucken jetzt, dass wir hier die Dinge kaputt machen. Und... Okay, was war denn das für ein Geräusch gerade, bitte? Timey, die ganzen Zerstörer, sie sind einfach zu Boden gesunken. Oh, ja mega. Nun, ihr habt es wahrscheinlich erraten... Das war Primordus, der da gebrüllt hat. Oh. Wir haben den Ereignishorizont überschritten. Die Maschine ist eingeschaltet. Oh. Entweder lassen wir Balthasar die Drachen töten und die Magie absorbieren, oder wir zerstören die Maschine. Geht nicht davon aus, dass Brayhem je wieder mit uns reden wird. Ich muss gerade sagen. Aus der Gleichung entfernen. Ich liebe den großen Dummkopf, aber ich bliebe lieber am Leben, damit ich es persönlich erklären kann. So, den letzten... Okay. Es hat funktioniert. Ich weiß nicht, können wir da unten noch mal was scannen? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Das sieht aus. Können wir hier scannen? Können wir hier stehen? Ohne dass ich abfackel? Okay.
Ist ja Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn. Da ist Balthasar. Da ist Balthasar. Oh mein Gott! Was macht der da? Kämpft ihr gegen ihn? Was geschieht gerade? Er ist hier und dann wieder doch nicht. Falls das nicht vollkommen verrückt klingt. Über der Maschine, im Magiekanal. Ah. Wie bitte? Könnt ihr ihn scannen? Ja, Moment. Kein Lebenszeichen erfasst, nur magische Energie. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn er da wäre. Kann ich runter? Hier unten sind noch ein Gott und ein Alldrache, aber ihr könnt euch gerne dazu gesellen. Okay, wo kommt sie? Ah, da ist... Ach, sie ist schon da. Hier unten ist es ja um einiges heißer. Ist das... Das ist Primordus. Dort drüben. Das ist das erste Mal, dass ich einem Altdrachen so nahe komme. Sollten wir uns Sorgen machen, dass er... Also, dass er sich bewegt und uns alle umbringt? Meine Theorie die Frage war, dass die Maschine ihn paralysieren würde. Anscheinend hatte ich recht. Also, was ist mit Balthasar los? Er ist irgendwie zum Teil des Systems geworden. Okay. Und er ist so bewandert in Magiefragen. Für eine Absorption muss also... In Ordnung, ich gebe es zu. Ich weiß nicht wirklich, was hier los ist. Aber Tatsache ist, dass wir hier sind. Die Zeit läuft. Wie seht ihr die Angelegenheit? Er sollte vernichtet werden. Ein mörderischer, viel zu mächtiger Gott des Krieges ist unendlich gefährlich. Auch das wenn stimmt. Es nicht zutreffen sollte, dass die Tode weiterer Drachen den Planeten zerstören werden. Jawohl. Euresgleichen wird mein Feldzug nicht aufhalten. Balthasar, was tut ihr? Ihr werdet ganz Tyria zerstören. Eure Heimat ist ohne Belang. Oha. Sie haben mich geschwächt, mein Licht zum Verblassen gebracht. Doch jetzt werden sie mich sehen. Wenn ihr schon nicht aufhört, dann stellt euch mir und ehrt den Kampf, den Krieg. Gut nachgedacht. Das ist mit Sicherheit euer Todesurteil, aber gut nachgedacht. Timey. Können wir hier fliegen? Ja. Aber falls ihr euch nach dem sieht ja mega aus, der Typ, ey. Ich versuche euch mal den zu... Ah! Labt euch! Ah, ihr kümmert euch um sie und ich leite den Überlastungsprozess ein. Jo. Was müssen wir machen? Besiegt Balthasars Hunde. Die sind wo? Ah, hier. Ich meine... Waren die nicht... Man muss die zusammen kaputt machen? Da muss ich die scannen. Oh mein Gott, mein Leben. Hilfe! Hilfe! Los, Elementar! Greif an. Wir müssen uns den anderen vornehmen. Genau, oder ihr steht übereinander. Okay, wir haben wieder auf jeden Fall was gescannt. Na, wir haben es abgeschlossen. Wie cool. Nice. Oh, jetzt bin ich schon wieder tot. Okay, jetzt muss ich auf die Plattform und den Kadaver erwischen, oder? Hey, habt ihr das gesehen, wie weit der gesprungen ist? Oh mein Gott. Der hätte mich beinahe erwischt. Der hätte mir den Fuß gebissen. Okay. Hab ich. Hat es geklappt? Die Maschine reagiert. Ja. Gemacht. Macht weiter so und die Maschine wird sie für einen Teil der Drachen halten. Okay. Mach so einen Stoß und es sollte erledigt sein. Vernichtet die Hunde, indem ihr ihr Leben, ihre Leichen mit Drachenenergie verderbt. Okay. Wo sind die Wauzis? 100%? 3%. Heißt, den einen müssen wir wieder kaputt machen. Okay, der ist tot. Ah, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Hoch, hoch. Dankeschön. Nicht runter, wir wollen hoch. Okay, erste Energie haben wir und da ist die zweite Energie. Okay, das ist ja mega cool. Ich habe es mir ein bisschen schwieriger vorgestellt. Man muss halt erstmal durchblicken, was man machen muss. Aber es ist nicht schwer. Hat es geklappt? Die Maschine hat schon wieder reagiert. Nochmal. Ja. Nochmal. Okay, Moment. Wir scannen erst wieder die Maschine.
dass wir die Kugeln schon mal haben. Und dann muss ich die Wauzis finden. Da ist Wauzi 1, der hat 100%. Und der andere? Jetzt haben sie beide 100. Och nö. Okay, die sind aber nicht gleich vom Balken. Der eine hat mehr als der andere. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Lass mich in Ruhe. Los. Oh ja, klar. Willst du mich verarschen? Was machst du für einen Satz, bitte? 11% und 6%. Wir brauchen einen 11%-Ticken. Wo ist der? Müsste der sein, ne? Mein Gott. Okay. Hoch, 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 hoch. Okay. Okay, kaputt haben wir ihn. Der andere ist auch relativ kaputt. Los, Soraya, schneller, schneller, schneller. Hoch, 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 hoch. Wir müssen hoch. Eine Kugel. Die zweite. Okay, wo ist er? Da. Wieder mal ein stolzer Moment. Haben wir geschafft? Ja, cool. Das war ein schwerwiegender Fehler. Dann kommt heraus. Haltet mich auf. Und Drachenpulter. So, und jetzt? Darf ich den letzten besiegen, oder was? Vernichtet die Hunde, indem ihr... Egal. Noch einmal. Die Überlastung ist bald erreicht. Okay. Ich habe die Energie schon mal. Wie viel Prozent hat der Hund? 5. Erledigt. Unterbrech die Maschine mit dem Scanner. Okay, Moment. Ich wollte den Hund erstmal erledigen. Nein! Lieber tot als Niederlage. Mit dem Scanner. Geht es auch, wenn ich angeschlagen bin? Oh nein. Okay, jetzt hat es gleich scheint's nicht geholfen. Okay, wir müssen es nochmal machen. Jetzt habe ich's. Na, jetzt ist er wieder da. Nein! Okay. Gib mir schon mal die Kugeln. Und wir machen den kaputt. Oder habe ich jetzt einen Bug reingemacht? Jetzt hat er 8%. Muss ich das auf die Maschine werfen? Nee, ich glaube, ich muss den Hund echt besiegen. Gut, 1%. Ja. 1. Okay, er hat 1%. Die andere. Ja, jetzt hat's geklappt. Okay. Okay, er muss ziemlich weit unten sein, so bei 1%. Ich bin bereit, die Maschine zu überlasten. Dann mach. Seid ihr euch bei dieser Angelegenheit sicher? Ja, mach. Los. Ob ich sicher bin? Seid ihr sicher? Schätze, das werden wir bald herausfinden. Aber was macht Balthasar da? Was? Wo denn? Was denn? Ich war schwach. Jetzt fühle ich mich viel besser. Ja. Timmy, tut es jetzt! Mach, Timmy. Überlade. Okay. Okay. Oh mein Gott. Alles klar. Ja. Die Maschine hat überlebt. Okay, ist doch gut. Oder? Ist das nicht gut? Kann man sich das vorstellen? Oh nein, Timmy.
Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Das? Es ist genau das passiert, was ich vermutet hatte. Es hat nur etwas länger gedauert. Tyria scheint in Ordnung zu sein, also hat zumindest das funktioniert. Seht ihr Balthasar? Nein, es sah so aus, als würde er bei der Explosion verdampfen, aber wir wissen ja, dass er sich anscheinend nicht gerne an Regeln hält. Das stimmt. Und Trimordus? Oh, ich überprüfe das mal. Als Drachenspektrum, Trimordus. Energie sinkt auf das Niveau vor dem Erwachen. Okay. Gute Nacht, süßer Drache. Ich vermute, mit Jaumark ist dasselbe passiert. Dennoch, okay. Wir sollten so schnell wie möglich aus diesem heißen Loch hier verschwinden. Wir haben gerade zwei Altdrachen verschont, Timmy. Und das musste ich jetzt einfach laut sagen. Ich glaube es irgendwie immer noch nicht. Das stimmt. Paradigma verschoben. Aber ich muss zugeben, ich bin erleichtert, dass ich nicht für den Tod all dessen verantwortlich bin, was ich kenne und liebe. Bestätig diese Theorie so bald wie möglich. Wir werden sehr überzeugend sein müssen, wenn dies alles hier öffentlich bekannt wird. Oh, ich werde ja keinen Schlaf bekommen, und zwar so lange, bis ich... Obwohl, vielleicht wäre es doch ganz gut, vorher ein kleines Nickerchen zu machen. Macht das, das ist wichtig. Das solltet ihr tun. Ich werde währenddessen versuchen herauszufinden, was mit unserem göttlichen Freund geschehen ist. Wenn wir Glück haben, wurde er bis hin zu den Nebeln verstreut. Zumindest heute haben wir gewonnen, Kommandeur. Der Punkt geht an die Drachenwacht. Stimmt. Und vielleicht sind wir eines Tages eine Gilde, die ein vollständiges Team ins Feld führen kann. Haha. Seid gnädig zu euch selbst. Rata Sum wurde nicht an einem Tag erschaffen, wisst ihr? Wir werden noch früh genug dorthin kommen. Das stimmt. Wow, wir haben Herz des Vulkans abgeschlossen. Vulkanherz. Doppelt verzählt in die Frist, um entfesselte Magie zu erhalten. Oh, das ist ja cool. Okay, oh, wir haben das fünfte Kapitel schon abgeschlossen. Nächstes in der Chronik anzeigen. Heißt, wir kommen dann am Ende des Pfads. Das können wir aber erst starten, sobald wir hier raus sind. Wow, wow, wow. Wir haben mega viel schon jetzt gemacht, getan. Es war ein bisschen kompliziert am Anfang, weil man nicht wusste genau, was ich zu machen habe. Aber es geht. Also man muss, wie gesagt, die Hunde zur selben Zeit versuchen zu töten. Und beim letzten Schritt muss man gucken, dass sie sehr, sehr wenig Prozentzahl haben. Also ich würde so höchstens vermuten, so 2% höchstens. Und dann durch diese Kugeln gleiten und die Attacke machen. Also wirklich cool gemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass das so einen Spaß macht heute. Aber okay. Ich würde sagen, wir bleiben gerade in der Instanz. Dann kann ich nämlich schön winken zum Abschied. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen und würde mich dann natürlich sehr darüber freuen, wenn ich dich im nächsten Part wiedersehe. Wir werden dann die Karte erkunden, würde ich sagen, bevor wir hier weiter mit der Geschichte machen. Und ja, weil wir haben wirklich nicht mehr so viel Karte zu erkunden. Moment, Anni, hier kann ich nicht gucken. Aber ich glaube, wir waren bei 42% der Karte. Das heißt, wir werden das Rucki-Zucki in der anderen Folge dann fertigstellen können. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Sag danke fürs Einschalten und freue mich dann, wenn wir uns den nächsten Montag wiedersehen. Bis dann. Ciao, ciao.